Barbara. Ach, die Paparazzi oder was? Das ist doch ein Wahnsinn. Ich bin drin, Leo. Wir können dann zum GWA gehen, Getränke fassen. Die Berufsfeuerwehr Köln wurde ungefähr 21:45 alarmiert, dass hier in der Nähe des Ludwig-Quidde-Platzes in Neubrück Müll brennen würde. Es wurde deswegen ein Löschfahrzeug entsandt mit einer Besatzung von 2 Feuerwehrleuten. Die kamen hier an die Einsatzstelle und stellten fest, dass in der Tat Müll brennt, allerdings in einem geschlossenen Raum. Flammen traten aus der Tür, starke Rauchentwicklung hüllte das mehrstöckige Gebäude ein und Menschen liefen aus dem Gebäude, zu denen der Rauch durch geöffnete, schräggestellte Fenster in die Wohnung eingedrungen war. Insofern wurde zunächst das Einsatzstichwort um 2 Stufen erhöht, das heißt von Feuermüll auf Feuer 2Y. Dies bedeutet, dass 2 Löschzüge, die Löschgruppe Brück der Freiwilligen Feuerwehr und Kräfte des Rettungsdienstes hierher entsandt wurden. Das Feuer war mit 2 C-Rohren recht schnell gelöscht, allerdings waren ca. 30 Personen ins Freie gelaufen, teilweise sehr leicht bekleidet, bei der Witterung sicher schwierig, deswegen wurde der Rettungsbus von der Feuerwache Porz angefordert. Die Leute befinden sich jetzt im Rettungsbus. Sie wurden vorsorglich durch den leitenden Notarzt gesichtet, aber es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit niemand ins Krankenhaus transportiert werden. Die Leute werden in nächster Zeit in ihre Wohnungen zurückkehren können.